So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder eine Wundertüte, eine außergewöhnliche, eine super Spaß-Wundertüte. Hey, die Nummer 1 für 4 Euro. Und ihr wisst, solche Wundertüten, wenn ich sowas unboxe, es endet nicht gut. Ihr seht, 2 Extras, 2 Magazine, sehr viel Plastikschrott. Ja, es tut mir leid zu sagen, aber das ist meine Meinung und die werde ich auch immer wieder, wenn ich Wundertüten aufmache, sagen. Kritik ist das halbe Leben. Aber was ist daran spaßig? Vielleicht die Gummitierchen, die Spinne, die hochspringt, eine Tüte. Deswegen, es ist wirklich nur ein Infovideo, was da drinnen stecken kann. 4 Euro sind 4 Euro, das dazu. Aber wer sich so eine Wundertüte schon mal gegönnt hat oder Geschenk gekriegt hat, ganz egal, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr was anderes drinne hattet, was ich jetzt gleich drinne hattet und wie ihr es findet. Und alle anderen Zuschauer, die dieses Video jetzt sehen und sehen, was ich da drin haben werde, was haltet ihr davon? Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Und jetzt fangen wir direkt mal an. Aber alle Wundertüten haben immer eins das Gleiche. Das Knacken, wenn man es aufreißt. So, und jetzt kommt es. Das erste Magazin und das erste Extra. Und es ist Draht. Oh! Ja, das ist doch mal... Das Magazin ist cool. Was zum Malen, ein Poster. Okay, das Magazin kostet eigentlich 4 Euro. Was kriegen wir für 4 Euro? Wie man so schön sagt, Pfeil und Bogen. Ups. Testen wir mal was. Feucht machen. Hier rein. Das sind schon mal nicht eingeschnitten. Man kann sich also schon mal nicht wehtun und dann abschießen. Naja. Ihr hört es selber. Er zielt schon fleißig ab. Also er hat schon ein bisschen Wumm drauf. Aber ihr könnt ja einmal rumwickeln. Noch einmal. Jetzt habt ihr es ja strammer. Wird er schneller gehen. Aber... Jetzt ganz ehrlich, muss man das sagen? Schreibt mir mal eure Meinung, eure Kommentare darüber. So, jetzt kommen wir zu das zweite Magazin und zu das zweite Extra. Es ist was Weiches. Und es ist, tada, ein Pupskissen. Ist auch ein Magazin, was ich nicht kenne. Kostet eigentlich auch 4 Euro. Aber es ist ein Kissen. Schauen wir natürlich jetzt da mal nochmal rein. Oh. Der ist aber schlapp auf der Lunge. Ihr hört selber. Aber nicht zu trotz. Jetzt möchte ich eure Meinung, eure Kommentare über den super Spaß. Hey, ich hatte Spaß mit einem Bogen und einem Pupskissen. Beides zusammen 4 Euro. Meine persönliche Meinung. Eure schreibt ihr natürlich jetzt und vor allen Dingen, wie findet ihr die Wundertüte? Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und das seht einfach nur als Infovideo, was da drinnen stecken kann. Meine Meinung kennt ihr dazu. Aber nichtsdestotrotz, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.